und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Heute zeige ich euch den Volvo FH 2012 und geupdatet von Pentagon aus dem SDS-Forum. Man kann es hier schon sehen bei der Sleeper-Variante mit Spoiler, richtig? Wir gucken auch gleich mal, was hier noch so mit dabei ist. Polizei, brauchen wir natürlich nicht. Wir sind nicht von der Polizei. Ansonsten habt ihr hier noch Roni Zeusters Lampenbügel dran. Voll mega, sieht schon mal cool aus, ne? Auch hier mit einer großen Lichtbox. Oder dann einfach den Dachlammbügel von H.L. Schoch, Dragonfly von SDS oder dann hier auch Lammbügel von Ohahaha. So, wir gucken weiter. Auch hier beim Spoilern gibt es dann natürlich ohne Spoiler, so wie wir es eigentlich kennen. Dann lackiert, mit Spoiler, so ein Spoiler, so ein Spoiler, so ein High-Kit-Spoiler. Das sieht dann so aus, finde ich gar nicht so schlecht. Und ja, auch mit Lampen hinten dran, ganz cool. Dann geht es weiter zum Klobetroter. Auch hier, Rundumleuchten ist klar. Auch hier die Roofbar. Chuck, kann ich hier mal wegmachen hier so. Mit Lichtbox dazu. Oder eine kleine Lichtbox. Das mal zu dem. Und dann gibt es hier hinten auch noch. Moment, so schnell sind wir nicht. Spoiler 1. Spoiler extra. Eure Kit und eure Kit extra. Das ist dann bloß nochmal lackiert hier. Ne? Das würde dann so aussehen. Ne? Dann gehen wir zur XL-Variante. Und hier, Moment, ah ja, gut, und hier wäre dann in dem Fall Roofbar, ja, mit Licht, Lichtgedöns. Und dann hier natürlich die ganzen Lammbügel von HS Schoch kompatibel in sämtlichen Ausführungen. Und natürlich die original STS-Bügel sind auch mit am Start. So, Spoiler, auch wieder hier das Aero-Kit mit dabei, auch hier in der Custom-Variante. Sieht dann so aus, volle Palette, volle Hütte, könnt ihr basteln bis zum Umfallen. So, was nehmen wir? Wir nehmen die Roofbar. Die finde ich nämlich gar nicht so ohne mit Danone. Und die wollen wir jetzt hier auch gleich nutzen. So, was machen wir da hin? Ich würde sagen, einfach ein paar Lampen, oder? Man könnte auch Michelin. Wo sind sie dann hier? Unsere Pfotzer. Die stellen wir da drauf. Die passen ja ein bisschen besser dazu. Und dann hier noch so vertikale Yellow Lampen. White Plastik. Ember. Yellow. Ah, komm, nimm mal Yellow, weiß Wurscht, ist egal. Warte mich, kann die nicht nebeneinander setzen, das sieht doof aus, ne? Kacke. Ja, geht nicht. Die sind zu fett. Die sind einfach zu fett. Dann nehmen wir einfach hier die Angel Eyes. So, die sind nicht so fett. Die passen dann nebeneinander und sehen einigermaßen gut aus. So, dann brauchen wir hier noch, gibt es noch die Monster 2012. Chuck, die sind hier, die nehmen wir mit. Die gibt uns Pentagon im Mod mit dazu. Und hier oben kommen noch zwei Rundumleuchten drauf. Oh, ups. Zwei drum Rundumleuchten draufbauen und dann sieht das ganz fresh aus. Für hier oben vertikale Lampen ist klar, ne? Da sind hier Lampen damit dabei, vertikale. Wo sind sie? Versteckt, versteckt, da sind sie. Die könnte man hier noch drauf setzen, wenn man möchte. Ich lasse jetzt mal weg. So, hier hinter, das sieht man natürlich jetzt nicht mehr. Gibt es noch die ganzen Aufkleber dazu, aber lasse ich jetzt mal. Das ist praktisch um die Lichtbox, die Originale von SCS. So, original lackiert. Dann gibt es hier in Chrom, in Luxury Kutschdev. Oder Chrom nochmal hier Extended 2 oder das sogenannte Gate. Auch nochmal mit extra Lampen. Also Lampen. So, Spiegel Chrom, lackiert. Lackiert 2. Ich will es nicht übertreiben. Nehmen wir hier einfach die White Bormann LED Marker. So, und dann brauchen wir natürlich noch, was brauchen wir noch? Richtig, die dritte, wo sind sie denn? Schauen wir, ob die hier passen. Ne, passen nicht, da brauchen wir die hier. Die Small Lullis. So, ne? Gut, dass ihr das mal gesehen habt. Dann geht es auch schon weiter hier im vorderen Grillbereich. Auch wieder mit lackiert, Kunststoff. Böse Front. Lackiert, ohne Logo, mit Logo. Also volle Hütte hier, ne? Also was ihr hier braucht, kriegt ihr hier auch. Ja, ihr könnt dann hier vorne, gibt es dann natürlich die ganzen Schildchen wieder. Eieiei, Haufen Zeug hier. Haufen Zeug, ADR. Eieiei, ja, keine Ahnung. Die könnte man Jack Fettvolvo hin klatschen. Mega, oder? Vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, aber ich lasse jetzt einfach mal ausnahmsweise. Normal bin ich ja nicht so derjenige, der hier so fette Sachen macht, aber wir lassen es einfach mal. Genau, dann sieht es schon ganz fresh aus hier. Ne?
voll PIMP, würde ich sagen. So, dann gibt es hier vorne noch verschiedene Slots mit Grill oder das hier oder die HS-Schochbügel oder Goliath lackiert. Die Trucks Pro, die finde ich auch mega. Ich glaube, die werde ich wahrscheinlich lassen, weil die finde ich richtig, richtig rattenscharf. Und die werde ich hier auch lassen. Dann geht es hier unten weiter mit verschiedenen Spoilern, Rahmenschutzbügeln, Accent Places. Komisch aus. Dann Written des Power Gedöns, aber das sieht man dann hier nicht mehr so, weil das ist nicht kompatibel mit dem Bullenfänger. Aber da gibt es noch einen Spoiler. Oh, mit die Lampen, das sieht gut aus. Das nehmen wir. Den nehmen wir mit. Was haben wir sonst noch? Ach, hier, genau. Steht sie Lumen Fock Lampen. Genau, die sehen gut aus. Die lassen wir. Das rockt. So, dann hier auch vorne im mittleren Bereich nochmal gibt es verschiedene Kombinationen. Da lasse ich das jetzt hier mal so. Dann hier nochmal Plaste. Das macht nichts. Ein bisschen Plaste schadet nie. Dann haben wir noch, jetzt gucken wir mal weiter. Ach, das haben wir schon gemacht, ne? Ach ja, nee, haben wir noch nicht gemacht. Hier auch nochmal so ein Steinschlagschutz. Aber den lasse ich weg, der ist zu heavy, oder? Also man kann es übertreiben, aber naja. So, dann hier, ach, das war der Punkt, ne? Ja, genau. Varianten hier jetzt fürs... Ach, warte, Moment, habe ich was vergessen? Genau, Moment. Hier natürlich die Fahrwerk-Varianten, logisch, 8x4. Dann, nein, jetzt sind wir ein Amperzeug weg. Egal, kriegen wir gleich wieder. Dann alles hier mit dabei. Hier noch gibt es Haufen Zeug noch. Also ist hier auch mit am Starten. Das hätte ich jetzt fast vergessen, aber das andere ist Original SCS. Da brauche ich glaube ich nicht drauf eingehen. Ne? Aber wir können heute mal sowas machen hier. So, jetzt gucke ich mal, ob mein Zeug noch mal da ist. Jetzt bin ich mal gespannt. Oder muss ich das noch mal machen? Ja, ist noch da. Puh, Glück gehabt. Das war nochmal richtig Glück. So, jetzt passt wieder einigermaßen. Dann kommen hier natürlich zur Verkleidung. Gibt es natürlich alles, was wir brauchen. Hier mit Positionsleuchten oder Plus oder so ein sogenanntes Gitterschutz. Wir gucken mal, was wir hier mit dabei haben. Hier bei dieser Fahrwerk-Variante diesmal. Wir nehmen nicht 4x2, sondern wir nehmen heute hier mal ein bisschen was fetter. Oh, guck mal hier. Es wird schon interessanter, ne? Vollschutz Plus. Ist immer wilder hier. Die Granny Edition Combo extra. Ja. Granny Edition, guck mal hier. Alles voll lackiert. Ja. Ja, und dann könnt ihr hier jetzt natürlich. Oh, halt, stopp. Es bleibt alles so, wie es ist. Ah ja, Volvo. Genau, dann müsst ihr hier natürlich noch. So, na, Volvo, sonst sieht es nämlich extrem doof aus, wenn ihr das nicht macht. So, jetzt sind wir richtig. Und dann immer wieder diese Lampen. Wo sind sie denn? Ah, hier sind sie, genau. Dann kann man hier noch. Tschack, schöne. Stocklampen reinmachen. Die sehen dann so aus. Und dann hier unten vielleicht noch welche. Müsst ihr nicht. Ihr könnt. Ihr wisst ja wieder die Möglichkeit. Und dann, glaube ich, sieht das ganz cool aus. Jetzt machen wir von der anderen Seite. Was rauscht das? Ist alles ein bisschen durcheinander jetzt hier, aber egal. Egal. So, das nochmal zu dem hier. Stoßstange. So, hinten. Puh, Multilight, von ganz viele verschiedene Bumper-Varianten. Also ihr habt ja wieder volle Hütte. Ihr könnt auch hier die Standard nehmen, könnt auch Serverlampen anbringen. Ihr könnt die Originale lassen. Oder einfach die hier. Die finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Die gefällt. Ich glaube, die lasse ich. Die sieht gut aus, oder? Multilight Plus ist dann wieder lackiert. Ein bisschen Chrom kann schon dabei sein, ne? Ja. Was ist das jetzt hier? Mal schauen, wo die ganzen Lampen sind hier. Ach ja, genau hier, genau. Also entweder ihr nehmt die Stocklampen. Ich muss mal gucken, wo man die jetzt hinsetzt. Left. Ach nee, warte mal, hier. Genau, dann ist hier praktisch die rechte Seite und hier left und hier right. Ja. So. Ihr könnt natürlich sagen, oh nee, das gefällt nicht. Dann macht ihr hier halt einfach die ganz normalen Lampen hin, die ihr hier schon zur Auswahl habt. Ne? Also könnt ihr ganz genauso machen. Oder zusätzlich noch. Also. Ihr könnt ja theoretisch ja nochmal, weil hier haben wir vier Slots belegt mit einer Rückleuchte, dann könnt ihr nochmal welche hinsetzen. Sieht zwar kacke aus, aber würde theoretisch gehen. So, hier nochmal so ein Rückwärtslämpchen, hier nochmal. Sieht ein bisschen komisch aus, aber Rückwärtslicht steht hier. Ne? Ach nee, hier, aber die sehen ein bisschen schöner aus hier. Hier, zack. Ich glaube, die sehen ein bisschen schicker aus, ne? Ja, naja, egal.
Gut, das nochmal zu dem. Dann haben wir hier die ganzen Blinker. Es ist so viel Zeug hier dabei, da kriegst du die Meise. Aber wir haben dafür immer wieder leider keine Lampen für die Seite. Weil da haben wir nämlich diese fetten und ich mag die gar nicht. Die sehen einfach nicht schön aus, ne? Die sind einfach too much. Aber okay, sind halt mit dabei. Müssen wir hier so nutzen. So, das war das. Auspuffanlage lasse ich jetzt hier mal weg. Kommen wir hier oben zur Hood Custom Light, zu Light Plus. Was ist dann Light Plus? Wo ist der Unterschied? Wo ist der Unterschied? Sehe ich nicht. Keine Ahnung. LEDs? Hood LEDs? Ach, da sind die schon dran. Okay, gut. Was denn das Plus Edition ist, weiß ich nicht. Kann ich euch nicht sagen. Das kann ich euch nicht sagen. Kurios. Also entweder ihr macht die Lampen selber hin oder habt ihr hier natürlich Break, nee, Combo Left Turn, Parking. Ihr müsst ja dann Parking nutzen, ne? Klar. Ja genau, da sieht man es. Da musst du aber ein bisschen was auslassen, weil sie sind ziemlich groß. Und sonst sieht das doof aus, finde ich, weil die sind ziemlich lang. Und wenn du die jetzt an jedem Slot einen hinsetzt, dann sieht es aus, wenn es eine komplette durchgezogene Lichtlinie wäre. Und das, glaube ich, sieht ein bisschen doof aus. Jetzt hier sieht man es nochmal. Ah, das reicht. Das reicht voll aus. Aber gut, müsst ihr wissen. Dann hier Caplights gibt es natürlich ganz genauso. Könnt ihr wieder machen. Left und Right and Break. So, reicht. Mehr brauchen wir nicht. Hier oben auch nochmal. Ey, holla die Waldfee. Einmal links, einmal rechts, Stopp. Dann einmal 60 fahren wir, dann fahren wir mal 70 und wir fahren vielleicht auch mal 80, wenn wir Bock haben. Und hier oben könnt ihr noch mal ein paar Lampen anbringen. Auch noch mal Left and Right and check this out. Big Break. Auch noch mal Big Break und dann hier noch mal ein rückwärts Licht und Lichtlein. Und dann glaube ich, boah. Also jetzt hier nochmal, das ist individuell, ne? Wisst ihr selber. Könnt ihr noch mal gestalten, wie ihr wollt. Ach, das ist im Interieur dann noch, ne? Genau, Spoilerkette haben wir jetzt. Also, das ist jetzt hier nochmal so grob. Ist wirklich nur grob. Aber ihr seht das selber, was man hier alles machen kann. Du wirst nicht fertig. Das ist alles auf Basis von SDS. Klar, muss man immer im Hinterkopf behalten. Aber dafür ganz schöne Menge, kann ich euch sagen. So, wir nehmen jetzt hier nochmal ein bisschen Klimbim, nicht allzu viel. Dann haben wir hier GPS Green, also Navi. Oder einfach nur so ein Cover-Dingsbums. Hier ein bisschen. Zack, will ich nicht weiter drauf eingehen. Mütze, hier noch ein bisschen was. Dann noch, also Kabinen-DLC funktioniert natürlich. Exklusiv Lenkrad. Navi nehmen wir mit. Und das wäre jetzt hier nochmal vorne der Steinschlagschutz. Ja, ich lasse jetzt einfach mal, was wurscht ist, egal. Könnt ihr das aber nochmal. Was haben wir hier noch? Interieurlicht, genau. Gibt es Volvo-Zeichen, das ist dann auch lackiert. Oder Interieurlicht rot. Ja. Dann haben wir hier die Pendels, die hätte ich ja fast vergessen. Die Pendels, die sind hier. Ich weiß halt nicht, wie es jetzt ist mit den Pendels. Ob die Scheiben dann runtergehen und das Panel-Gedöns hier gehen da mit runter. Müsste man vielleicht mal angucken gleich. Das schauen wir uns jetzt natürlich an. Da bin ich mal gespannt, wie das dann ist. Aber das gefällt mir alles nicht, wenn es so ein durchsichtiges Fenster ist. Ich will nicht, dass mir jemand beim Pen zuguckt hier. Das gefällt nicht. So, ja, so lassen wir es. So lassen wir es, genau. Und Farbe müssen wir halt dann gucken. Gibt es natürlich alles hier noch. DRL-Skin oder Track of the Year oder das oder das, das, das oder das, das. Oh, hier ist aber ein schönes Blau hier, ne? Herrlich. DL sieht auch nicht schlecht aus. Dann Track of the Year. Rote Variante. Dedemann, Metallica. 1, 2, 3, 4. Ja. Müsst ihr selber wissen, ihr seht es ja. Muss man jetzt ein bisschen rumbasteln und rumfriemeln. Genau, und dann, das war hier oben nochmal, genau, die, nein, die Panels. Die kann man sich nämlich hier nochmal ein bisschen abändern. Moment, jetzt muss ich gucken. Zack, so, jetzt ist wieder da, dass man das ja auch lackiert hat. Ja, wow, und dann sieht es, glaube ich, eigentlich ganz gut aus und wir sind soweit durch. So, wir finden uns jetzt hier im Interieur. Gucken wir doch mal, was unsere Scheibe jetzt sagt, gerade wegen dem Aufkleber. Moment. Ja, also wie ich befürchtet habe, das funktioniert nicht. Macht es dann einfach so, dass ihr dieses Decal weglässt, diesen Aufkleber, weil sonst sieht es echt kacke aus. Ne? Das funktioniert nicht, aber ansonsten die Scheibe funktioniert und F-Mode ready ist er dann
auch. So, das vielleicht gleich nochmal zum Anfang. Ansonsten sieht er natürlich, ja, es ist mir persönlich ein bisschen zu much, ein bisschen zu viel. Aber ihr wisst, ihr könnt hier selber ein bisschen selber rumbasteln und rumfriemeln, wie ihr wollt. Und ja, müsst das ja wissen. Aber ansonsten ist er ja echt ganz cool. Kleiner Lichttest, Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht. Das ist ja selber ganz cool. Ach, hier guck mal die Antennen, ne? Guck mal, wie die leuchten. Die Antennen leuchten sogar. Witzig, ne? Dann hinten am Heck. Rücklicht. Oh, es blendet aber hier. Bremse. Blinker. Guck mal hier. Guck mal den Blinker unten. Wie er mitläuft. Schön, ne? Toll. Sehr schicke Geschichte. Im Interieur haben wir das rote Interieurlicht. Habe ich ausgewählt hinten an der Wand. Konnte man ja hier auswählen, habe ich ausgewählt. Und das leuchtet aber dauerhaft. Ne? Ja. Außer ich mache Motor aus. So, wir starten jetzt hier mal mit dem Volvo von Pentagon aus dem SS-Forum. Ganz frisch geupdatet. Ab für eine Kiste. Also ihr habt wieder eine Menge Möglichkeiten, den LKW euch zurecht zu friemeln, wie ihr das auch braucht. Alles mit dabei, von der Sleeper-Variante bis zum Globetrotter und zur XL-Variante. Spoiler, Lampen, Slots. Ihr habt eigentlich alles gesehen. Wer es nicht gesehen hat, spult nochmal zurück, wenn ihr was Bestimmtes sehen wollt. Ansonsten kompatibel, wie schon gesagt, mit allem. Auch hier mit der Scheibe nochmal. Das funktioniert auch. Halt nur, lasst dieses Decal weg, also diesen Scheibenaufkleber weglassen. Ich habe es fast befürchtet, dass es nicht geht, aber es macht nichts. Dann lasse ich halt diesen Volvo-Scheibenaufkleber weg und ja, kann die Scheibe runter machen, wenn man es halt möchte. Ansonsten funktioniert, wie schon gesagt, auf der 1.37 jetzt geupdatet und ja, das war es eigentlich im Prinzip schon. Habt ihr noch Fragen dazu, dann einfach kommentieren. Ansonsten lasst einen Däumeling da, Abo für den Kanal nicht vergessen und dann wünsche ich viel Spaß mit dem Volvo FH 2012 von Pentagon aus dem SCS Forum. In diesem Sinne, also gute Fahrt, macht's gut, bis bald und ciao.